Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Guild. Letzte Folge haben wir gesehen, wie Emily von so einer komischen Puppe verfolgt wurde. Haben wir bisher aber noch nicht wieder gesehen. Oh. Oh, hat es mich gehört? Hat sich gehört. Hast du was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Sieht nützlich aus. Glaube ich auch, ja. Danke, Jessy. Seid ihr wieder am Zocken? Emily! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Nee, darf ich noch nicht runter? Okay, es ist spät anscheinend. What the heck? Wer bist du denn? Bist du Emily? Im Buch liest. So, warte mal, hier sind wir runtergekommen, da hat er gespeichert. Ist hier? Und dann mein Inhalator. Weil da bin ich noch voll. Ich komme hier einfach nicht runter, ne? Ich würde das ja später irgendwann frei, aber im Moment erstmal nicht. Warum haben die hier wieder echte Menschen hängen? Finde ich immer so komisch, ne? Wenn die denn so einen comichaftigen Spiel dann auf immer so echte Menschenbilder drin haben. So, ne? Was denn überhaupt nicht rein, wa? Finde ich immer ganz komisch. Konnte ich da nicht lang? Vielleicht für später. Warte mal, da sagt er mir, Klassenzimmer ist zwar zu, aber laut dem Bild war ich schon drin, oder was? Mannequins. Das sieht ja so niedlich aus. Das ist der Große, der Riese. Der tritt sie einfach platt. Batterie. Das wird nützlich sein. Gönn ich mir mal. Da haben wir wieder diesen Oger. Vielleicht ist das ja ein Lehrer oder sowas.
Emilys Teddybär, etwas verschlissen, aber auf jeden Fall ihrer. Ja, scheint schon ein bisschen älter zu sein, ne? Oh, ein komisches Klassenzimmer, oder? Sieht aus wie ein Gang oder so. Der Raum ist auch verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Zum Raum 202 gehen. Ich habe Emilys Teddybär vor Raum 202 gefunden, aber die Tür ist verschlossen. Vielleicht hat Emily sich eingeschlossen. Ich muss den Schlüssel suchen. Ja, dann suchen wir den mal. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Oh, hier sind Käfige. Ist hier irgendwo der Vogel? Hier. Ich folge Emily immer weiter. Sie ist mir stets einen Schritt voraus. Fast als sie läuft doch nicht vor mir davon. Oder? Vielleicht. Sieht zumindest immer fast so aus, ne? Sie sieht uns und dann rennt sie weg. Haben wir irgendwas Schlimmes gemacht? Müssen wir die benutzen, um dagegen zu schmeißen? Sollte mit Basketball anfangen. Ja, oder ein Softball. Mein lieber Softball. Timings. Hallo, lass mich mal durch. Ich höre den Vogel. Da ist er. Oh, bedeutet das was? Weiß ich nicht. Bedeutet das was? Zumindest haben wir den einen Vogel gefunden, ne? Eins von eins, ja. Der war ja gar nicht zu gehören. Ich dachte, der wäre deutlich schwerer zu finden und so. Irgendwas Besonderes. Aber der zwitschert ja relativ laut. Okay, zum Verstecken. Ist denn das hier so hoch? Was sind das für eine Dicke? Warum ist die Decke so hoch? Das war immer noch die Spinne. Kommt es nicht auf M? M und M's haben wir nicht. Was ist das eigentlich für diesen, was ist denn das für ein einzelner Raum? Macht mich schon ein bisschen stutzig. Einzelner Raum.
geht er auch nirgendwo rein hier? Da ist auch nur so ein Überbleibsel, wer weiß. Schoolplay 1. Immer noch. What the heck? Weißt du, wie verrückt dieses Spiel ist? Ich erinnere mich so, sehe ich so ein bisschen gerade so an Control. Da sind nämlich genauso verrückt. Von wegen einzelne Gegenstände super viele auf einem Platz und so. Was war denn das? Zeig dich nochmal. Da war was. Aber so schnell weg. Heizungskeller. Das Ding ist in ziemlich schlechtem Zustand. Was für ein Ding? Schoolplay ist alles Schoolplay, 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 Schoolplay. War das irgendwann mal zu sehen bekommen? Da ist das ja wie so eine Schulaufführung. Das nehme ich mit. Ist in ziemlich schlechtem Zustand. Das meinte sie. Komme ich überhaupt hoch? Vielleicht kann ich was dagegen werfen. Ich werde wohl nicht noch mehr Probleme bekommen. So, ne? Ja. Brauchen wir noch einen Soda-Can? Ja. Super. Perfekt. Besser hätte es gar nicht funktionieren können. So Ego-Perspektive, ne? Und Ego-Perspektive. Ah. What the heck are you? Geh weg hier. Saubere Teller? Glaube ich nicht. Oder sind das diese Pappteller? Kekse, Leute, Kekse. Guckt euch das an. Kriegt man glatt Appetit drauf, wa? Oh, da könnte ich den Dampf abmachen. Ja, ausmachen. Oh, muss ich sowieso. Okay. Na, dann machen wir das mal. Und runter. Yes, aus ist er. Und da oben auch, okay. Und der auch, sehr gut.
Okay. Okay. Und hier war der Vogel und so. Ja, bleib mal da stehen. Ich gegrillt wird. Als wenn der nicht gegrillt wird davon. What the heck? Das muss ein Bug sein. Ich glaube, das funktioniert nicht. Na, lauter brauchen wir noch nicht. Wie er nicht gestorben ist. Unglaublich, ey. Gesagt, wir töten alles, ne? Die ganzen Schüler müssen alle gegrillt werden. Waren alle böse. Wo waren eigentlich das andere denn? Achso, da war das Seitending, ne? Wo waren das Seitending? Kleine. Wir sind jetzt hier beim Großen, aber wo war das Kleine? War das da drüben? Beim Klassenzimmer 206, das kann sein, ne? Schauen wir mal. Okay. Toilette. Bin ja da. Hier haben wir nochmal eine Batterie. Aber die sieht noch recht frisch aus. Oh, so können wir zu diesem kleinen Raum. Da ist auch noch ein Steinchen. Run. Don't run. Don't fight. Und speak. Hab's zuerst gesehen.
So, Steine haben wir alle, Bilder haben wir alle, Kanarienvogel haben wir alle. Uns fehlt nur noch eine Figur oder eine Person, ne? Ein Bewohner, okay. Und drei Tagebücher noch. Ach, die kriegen wir auch noch. Wenn ich wieder nach unten komme, kriegen wir die auf jeden Fall. Lasst doch hier nichts liegen, Leute. Nehmen wir alles schön mit. Das ist schlecht. Warum ist denn hier zu? Wer hat denn da zugemacht? Welcher Frechdachs? Ein komischer Raum, wa? Noch ein seltsames Buch. Sie ist weg. Ich habe heute alleine zum Mittag gegessen. Ich esse jeden Tag alleine. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Keiner will mit mir reden. Ich möchte sie unbedingt treffen und ihr erzählen, was los ist, aber ich finde sie nie. Ich will sie zwar nicht nerven, aber ich bin traurig und weiß nach der Schule nichts mit mir anzufangen. Sobald die Glocke läutet, schmeiße ich alles in meine Tasche und renne zum Ausgang. Dort sehe ich sie mit ihren Freunden und ich würde ihr gerne nachgehen. Aber sie ist schon zu weit weg, auf dem Weg zur Arcade. Heute habe ich mir wirklich Mühe gegeben, sie am Ausgang zu treffen, aber sie war schneller. Geht sie absichtlich früher? Will sie mich loswerden? Das fragen wir uns auch gerade. Aber sie rennt ja auch ständig vor uns weg. Bei Emulatoren. Von daher, ach guck mal, da hinten ist ja auch noch einer. Da haben wir noch die Batterie, die können wir auf dem Weg zurück wiederholen. Der Rest sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Gut, machen wir erstmal Klassenzimmer 206 und danach holen wir uns die Batterie, würde ich sagen. Loser! Zum Verstecken? Zum Verstecken, okay.
Dose. Weiß noch nicht für was. Okay, hier haben wir ganz viele Batterien. Zwei Stück sehe ich gerade. Oh. So. Aber wie kriege ich den jetzt höher? So. Schlüssel zu Raum 202. Sehr gut. Guckt dort jemand? Gut. Und tschüss. Wollte gerade sagen, hier war doch noch mehr, oder? Die Mücke. Drei. Die Mücke. Okay, also Klassenzimmer 202. Das war da unten. Okay, Batterien brauchen wir jetzt nicht mehr holen. Da haben wir ja noch zwei Inhalatoren. Bin ich auch noch voll. Lebenspunkte sind auch noch voll. Perfekt. Hier gerade irgendwas nachgespawnt. Ah, hier sind alle nachgespawnt. Nachgespawnt. Das ist mal frech. Neues Ziel. Herausfinden, wo Emily sich versteckt. Emily muss irgendwo hier sein. Ja, irgendwo ist gut. Ich habe jetzt schon die ganze Schule durchsucht.
Ich will sie bloß finden und nichts wie weg hier. Batterien, okay. Moment, wir schauen uns kurz um. Weil hier kann ich nämlich durch. Achso, nee, warte mal, ich muss wahrscheinlich erstmal das Wasser anstellen, ne? Vorher kann ich das wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Kann man sich hier verstecken? Nö. Stefan DC. Okay. Sieht aus, als würde es zu irgendeiner Maschine gehören. Ein Ventil. Das ist nützlich. Soll ich jetzt schnell gucken, oder? Ja, danke schön. Ingo hat mir gerade, glaube ich, ein Spiel geschenkt. Oh, geil. Danke schön, Ingo, für Beyond Two Souls. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, sehr lieb von dir, Ingo. Habe ich tatsächlich gestern auch noch mal geguckt, ne, wie teuer das gerade ist, so bei den Steam Key Seiten und so. Dankeschön. Nur die Frage ist, wann spielen wir das, ne? Vielleicht nach Guild? Weil eigentlich wollte ich ja dann nach Guild mit Luffy ja schon anfangen, weißt du? Aber ich würde sagen, Beyond Two Souls, das geht ja, glaube ich, nicht so lange, oder? Wie lange geht das ungefähr? 6 Stunden, 12 Stunden, 18 Stunden? Naja, was heißt bei dir doch? Heißt bei dir doch, doch, das Emily? geht 30 Stunden, oder? Okay, warte mal, wenn jetzt hier sowas kommt, dann greifen wir uns die Batterie nochmal, oder? Oh, sieht noch ziemlich voll aus, ne? Naja, komm, die lassen wir liegen. Oh Mann, wir sind ja eh fast voll. Wir sind bei 99% oder so. Das geht schon. Der Kameramann ist hinter ihr her. Wer ist er jetzt? Oh, der Feuertyp.
Oh, das ist dieses Auge. Dem Riesenmund. Neues Ziel. Die Kreatur konfrontieren. Es gibt keinen Weg hinaus. Ich will nicht lebendig verbrannt werden. Aber was kann ich gegen so ein Monster ausrichten? Wie wäre es denn, wenn du hier so Wasser anmachst? Oh, erstmal ein Überblick. Hier sind da überall Sprinkleranlagen, oder nicht? Alter, hat der Water den kaputt gemacht? Ich muss ihn zum Wasser locken. Ah. Wie machen wir das am besten? Muss ich mich hier irgendwo dazwischen stellen? Ah, okay. Duck dich! Licht aus! Okay, was machst du als nächstes? Den Mist. Ups, Alter. Shit. Hallo, ich hab doch hier. Danke. Er ist zu schnell, der bewegt sich zu schnell drumrum. Komme ich dazu, raufzuschießen. Hallo, schießen? Da Wasser drin, ja. Ich muss mal warten, bis er drum ist, okay. Mal weg, genau, sehr gut. Und rennen. Sehr gut. Und tschüss mit dir. Hat sich ausgebrannt hier. Oh, der haut ab. Das mag der gar nicht. Es ist noch zu früh zum Feiern. Emily braucht mich. Sie muss im Auditorium sein. Zum Auditorium gehen. Emily ist ins Auditorium gegangen. Das gruselige Spinnenbiest war hinter ihr her. Also muss ich dorthin, bevor es sie findet. Okay. Erstmal gönne ich mir eine Batterie. Schade, dass man keine Batterien mitnehmen kann, wa? Guck mal, der hat jetzt hier alles. Der hat ja alles kaputt gemacht. Die Nülle. Hä? Achso, dann muss ich jetzt sowieso wieder runter, oder was? Ja, okay, da hole ich mir aber vorher noch mal so einen Inhalator. Weil wir haben ja reichlich davon rumliegen, ne? Warum soll ich das dann nicht benutzen, nicht einsammeln.
Warte mal, war das hier oben? Nee, war oben. Sieht nützlich aus. Na, warum soll ich das denn nicht benutzen? Kann ich überhaupt langlaufen? Nee, ne? Hier komme ich gar nicht weiter. Muss noch mal komplett zurück. Der Weg jetzt frei. Das Feuer ist zumindest hier weg. Ach, guck mal, hier war auch noch ein Inhalator. Oh, geil. Oh, geil. Bedeutet, wir können doch jetzt hier unten die zwei Räume noch checken, ne? Ja, Klassenzimmer 105 würde ich jetzt nochmal gehen und da unten, um zu gucken, ob wir den Schlüssel haben. Und dann können wir zum Hinterhof gehen. Würde ich jetzt sagen. Eine Figur? Nee, hier ist ein Buch. Ich Schade. kann sie nicht finden. Ich habe ja gehofft, dass hier vielleicht noch eine Figur ist. Und für so ein Ticket, ne? Noch ein seltsames Buch. Ich sollte daran gewöhnt sein. Aber? Mich durch die Toilette abhauen? Okay. So, was haben wir denn hier schönes? Lächeln! Keiner mag mich. Mama sagt, ich soll lächeln und freundlich sein und dass jeder mit einem befreundet sein will, wenn man nur immer schön lächelt. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber ich habe es heute mal ausprobiert. Sogar als sie meinten, ich solle mich verpissen. Und dass alles besser war, bevor ich in die Stadt gekommen bin. Ich habe weiter gelächelt, obwohl ich keine Antwort darauf parat hatte. Ich weiß nicht, warum das mit dem Lächeln bei mir nicht funktioniert. Ich bin auf die Toilette gerannt und habe in den Spiegel geguckt. Ich finde, ich habe ein hübsches Lächeln. Aber es funktioniert nicht, weil ich die ganze Zeit weinen muss. What the heck?
haben wir das auch. Ich würde jetzt da unten nochmal das Schloss probieren, ob wir da vielleicht einen Schlüssel gefunden haben. Aber ich könnte mich nicht daran erinnern, dass wir einen gefunden hätten. Mit einer Kette verschlossen. Stairs. Ach, das ist von oben. Von oben, really? Haben wir oben irgendwie ein Treppenhaus gehabt? Kann mich nicht dran erinnern. Ganz groß was checken, Leute. Das war mit dem Feuer. Ach, das war das. Ah, wir haben ja keinen Feuerlöscher oder irgend sowas. Na gut. Und mit den Dosen können wir das auch nicht löschen. Warte mal kurz. Nehmen wir noch einen Feuerlöscher? Später? Wo müssen die jetzt zugegangen? Frech. Hier muss ich gucken, ne? Aber es sieht nicht so aus, als wenn ich irgendwie mit Wasser oder irgendwas. Ne. Ist das hier zugegangen? Ich fasse es ja nicht. Frisch. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen Feuerlöscher. Dann können wir da vielleicht lang. Da gibt es bestimmt noch irgendwas, was wir einsammeln können. So, dann müssen wir jetzt hier links rein, die Tür nochmal aufmachen, durch die Cafeteria durch und dann raus. Okay. So, wir haben jetzt den Feuertypen gekillt, ne? Dann fehlt jetzt nur noch der Kameramann.
Emily war im Auditorium. Ich hoffe, sie ist noch da. Was heißt hier war? Du meinst doch sicherlich immer noch. Ein Karpfen mit einer Länge von 70,4. 20 Lizenzpunkte? Ich glaube, das ist der kleinste Fisch, den ich jemals geangelt habe. Ich glaube, also auch das Mindeste, was du angeln kannst. Ich glaube, das Mindeste, was du angeln kannst, sind entweder 15 oder 20. Ja. Also weniger geht nicht. Ne? Ich glaube, bisher haben wir ganz gut eingesammelt, muss ich sagen. Bei der einen Stelle bin ich mir nicht ganz so sicher. Da, wo sie diese drei Typen waren da, die drei Zipfelträger. Wo wir hier diesen Blitzer bekommen haben. Aber ansonsten bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ein Labyrinth. Gymnasium. Ach was. Ein Gymnasium. Sieh mal einer an. Also der eine Rabe da bewegt sich, der hier nicht. Dann springen wir so weg. Ne? Kann uns ja ruhig ein bisschen Schaden machen. Hier liegen ja noch ein paar Inhalatoren. Naja, kein Problem. Kein Problem. Thronhalle. Also wenn da Feuer ist, ne, das heißt ja dann auch irgendwo, dass ich dann vielleicht doch ein Feuerlöcher kriege. Was ähnliches, vielleicht eine Gefrierkanone. Das wäre natürlich noch nicer. So, was haben wir denn da oben? Sieht aus, als wäre da so ein Vogel wieder. Oh, bedeutet das was? Na, hab ich doch.
muss sie befreien. Okay, also 1, 2, 3, 4 Vögel fehlen noch. Cool. Das ist ja cool gemacht. Das ist ja richtig cool gemacht. Guck mal, wie viel Zeug wir da haben, ne? Da Heilung, da Heilung, da Heilung. Da sind nochmal Batterien. Das ist voll hier, ey. Ja, Hallöchen. Ich habe hier noch einen Stein für dich. Ist schon okay. Geh jetzt. Was ist denn deine Story? Noch ein seltsames Buch. Die Steinmenschen. Also schön. Hier tobt zwar der blanke Wahnsinn, aber wisst ihr was? Ich glaube, langsam erkenne ich ein Muster. Ich glaube, ich fange langsam an zu begreifen. Es ist der reinste Albtraum. Diese einzigartigen Augen starren mich an und diese höllischen Monster jagen mich. Aber da sind auch die Steinmenschen. Die sind etwas anders. Oder etwas anderes. Die Steinmenschen sind anders. Wisst ihr, das sind keine hirnlosen Monster. So ziemlich alles an diesem kranken Ort versucht, mich umzubringen. Aber sie? Tja, da sie sich nicht bewegen, habe ich sie mir genau angesehen. Und ich habe drei Dinge über sie herausgefunden, die es mir kalt den Rücken runterlaufen lässt. Also, es gibt da drei Dinge, okay? Das erste habe ich herausgefunden, indem ich ganz nah an sie herangegangen bin und gelauscht habe. Sie atmen. Auf irgendeine Weise sind sie lebendig. Unter all dem Stein, und ich schwöre, dass ich sie merkwürdige Dinge haben flüstern hören. Ich glaube, es sind Menschen, die genauso echt sind wie ich. Und ich glaube, dass sie Schmerzen haben. Möglicherweise leiden sie Höllenqualen. Das zweite ist offensichtlich. Sie haben alle ein Buch neben sich liegen, in dem irgendein Unsinn steht. Ich glaube, daran stehen ihre Gedanken, die auf zauberhafte Weise in die Bücher verwandelt werden. Ich weiß, dass das verrückt klingt, es könnte doch sein. Erstens sehen die Bücher sehr alt aus, wie Jahrtausende alte, antike Schriften, aber es geht in ihnen um Tom und die Mine und lauter Dinge, die noch gar nicht so lange her sind. Und sie sind gedruckt, nicht handgeschrieben. Was ist damit? Und in jedem steht nur ein einziger Eintrag. Das können keine Tagebücher sein. Das sind Erinnerungen, die von dem finsteren Ding, das hinter diesem ganzen Wahnsinn steckt, in Bücher verwandelt wurden. Da bin ich mir ganz sicher. Und das dritte auf der Liste? Die Ticketschnipsel. Ich habe durch Risse gesehen, dass in jedem von ihnen eine Art Papier steckt. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber es sieht nach einem Seilbahnticket aus. Ich habe zwar auch eins, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Das macht mir am meisten Angst. Das verbindet mich irgendwie mit ihnen. Ich überlege, ob es nicht irgendwohin, was... ob ich es nicht irgendwo hinschmeißen sollte. Aber ich kann mich einfach nicht dazu durchringen. Ich glaube, es ist wichtig. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich will hier nicht sterben. Und ich will mich auch nicht
in einem Stein verwandeln. Aber gleichzeitig werde ich auch diesen seltsamen Gedanken nicht mehr los. Wenn ich einer von Ihnen werde, wird es dann auch ein Buch über mich geben? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Okay, warte mal, da ist wieder der Ausgang. Aber wir checken erstmal das andere, ne? Warte mal, was? Hat er mir jetzt gerade falsch angezeigt? Aber wahrscheinlich hat er mir halt ein bisschen falsch angezeigt, okay. Was haben wir denn hier? Blutquarzradar. Da ist was in dem Käfig. Keine Ahnung was, aber es macht Geräusche, wenn ich es mit dem Blutquarz näher rangehe. Ach, jetzt haben wir da wie so eine kleine Lampe da an der Seite, oder was? Verbesserten Quarzradar erhalten. Wieso verbesserten? Was ist denn mit dem normalen passiert? Der Quarzradar leuchtet, wenn sich in der Nähe ein Blutquarz befindet. Außerdem zeigt er auf der Karte sämtliche Blutquarze an. What? Ohne dass ich die jemals gesehen habe? Sache. Bin erstmal woanders. Alles klar, Jesse. Ich wünsche dir viel Spaß und vielleicht bis später. Ach, kein Problem. Bitte, bitte. Danke fürs Bescheid sagen. Gehen wir zur Tonhalle? Nö, warte mal, wir gehen erstmal hinten. Gucken erstmal hinten. Also irgendwo ist hier ein Auge, scheint aber auf der anderen Seite zu sein, wa? Gucken mal. Ja, ist auf der anderen Seite, okay. Geht nicht. Okay. Und hier kommen wir auch nicht durch, ne? Alles klar, wir dürfen da noch nicht rein. Kunstbereich. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Obwohl nichts anderes erwartet. So, die nehmen wir mal mit, die Batterie. Mal ganz kurz checken, ob hier hinten noch was rumliegt.
Nix. Alles sauber. Aber wir sind hier gar keine Kinder auf der Schule. Warum ist denn das hier so sauber? Winteraufführung. Betritt die Aula. Habe ich gemacht, ja. Winteraufführung, Emily. Ist das so eine Art gemeiner Witz? Vielleicht. Theater-Season. Ach, das ist wahrscheinlich dieses Video, ne? Sie halt überall sehen. Oh, was haben wir denn hier eigentlich so? Zwei Tagebücher, eine Person, ein Vogel, ein Bild und ein Stein. Okay. Also das volle Programm haben wir hier. Ich kann aber nichts verstehen von dem Geflüster. Nicht mal ein englisches Wort oder so, gar nichts. Ist schon okay. Geh jetzt. Geh mit Gott, aber geh! Noch ein Ticketstück. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich davon? Fünf Stück. Wie viel braucht man? Sieht aus, als wenn man nur sechs bräuchte. Vielleicht acht. Aber warte mal, wenn jede Figur was droppt, ne, dann haben wir, gibt es zehn. Zehn Ticketteile und wir haben fünf. Okay. Wer war das? Noch ein seltsames Buch. Kommt doch los. Das Feuer, die Mine, diese Stimme aus dem Lautsprechern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist einfach zu viel für mich. Es gab eine unheimliche Katastrophenmeldung von einem Erdrutsch und einer anstehenden Evakuierung. Als die Männer von Tom eintrafen, habe ich sie angefleht, Jakob zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn nicht gefunden habe. Aber sie haben mich einfach weggeschleift. Wenige Minuten später wurde die Stadt unter Tonnen von Steinen, Feuer und Asche begraben. Oh mein Gott, sie haben mir nicht einmal zugehört. Ich muss da wieder hoch. Ich muss ihn suchen. Aber sie lassen mich nicht. Ich bin hier mit dem Rest der Stadtbewohner eingesperrt, in dieser schrecklichen Notunterkunft voller Schlafkojen. Es ergibt keinen Sinn. Ich hatte mal ein Leben. Wie konnte es so weit kommen? Das nennt man höhere Gewalt. Ja. Naturkatastrophen. Kann man nichts machen. Kurz was trinken. Die Leute umringen die Leute von Tom. Sie reden davon, die ganze Stadt wieder neu aufzubauen und uns neue Häuser zu verschaffen. Manche feiern sogar. Sie feiern. Ich kann mir das nicht anhören. Mir wird schlecht davon. Ich muss hier raus. Ich muss zurück. Zurück nach Bethelwood. Dort bin ich zu Hause, bei Jakob, unter den Steinen.
Ich habe ein Ticket für die Seilbahn. Das habe ich gekauft, weil ich vorhatte, Jakob heute noch oben in der Mine zu besuchen. Was mache ich jetzt damit? Jetzt komme ich damit nirgendwo hin. Am anderen Ende der Seilbahn ist nichts mehr. Nur die verschütteten Überreste meiner Lebens? Unseres Lebens. Okay, müssen wir jetzt unten Wer macht denn sowas? oder? Oh, die hängt da. Nein! Emily ist direkt hinter dieser Tür. Wie so eine Puppe, wa? An Schnüren und so. Wieso tut es ihr leid? Was hat sie denn gemacht? Emily helfen. Ich habe sie gefunden. Sie halten sie auf der Theaterbühne fest und ich weiß, dass sie Schmerzen hat. Aber die Türen sind zu. Es ist alles, als würde jemand jede wichtige Tür absichtlich abschließen. Ich muss den Schlüssel finden. Wenn sie jetzt hier Druck machen wollen, weißt du, weil sie jetzt da die ganze Zeit rumflennt. Diese Puppe hält irgendwas. Ja, den Schlüssel, oder? Gangsters Season. September zu. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Immer dasselbe. Von der anderen Seite verschlossen. Noch ein seltsames Buch. Das war wahrscheinlich schon wieder von Emily dann, war? Im Rampenlicht. Warum lachen mich immer alle aus, egal was ich mache. Die Kinder machen sich immer lustig über das, was ich sage oder wie ich rede. Als wäre ich im Fernsehen und alle würden zuschauen. Wenn ich im Unterricht eine falsche Antwort gebe oder beim Sport hinfalle, reden am nächsten Tag alle darüber. Wenn ich Gruppen von Kindern sehe, bekomme ich es immer mit der Angst. Ich weiß, dass sie über mich reden. Was stimmt nicht mit mir? Ich will mich einfach verkriechen und nie wieder hervorkommen. Aber ihre Augen sind überall. Früher wollte ich mal Freunde. Jetzt will ich nur noch in Ruhe gelassen werden. Vielleicht vergessen sie mich ja, wenn ich einfach ganz still bin. Funktioniert, glaube ich, nicht. Was war? Okay, nicht dran denken. Poltergeist war das. Poltergeist. Ja, was tust du nur hier betreiben? Die Maschine hier oder was? Okay, was soll ich mit der Maschine? Ah. Dafür brauche ich die Maschine.
Ja, aber auch das Wasser unten nicht gehabt wird, verdammt. Habe ich Schaden bekommen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Was ist das denn? Gib mir mal eine kurze Sekunde. Wir werden hier nämlich nicht mehr zurückgehen, deswegen nehme ich mal die Batterien mit. Das ist verrückt. Bin ich noch in der Schule? Nicht zu fassen, dass es eine echte Mine in einem Gebäude gibt. Aber da fehlt noch was. Nur was fehlt noch. What the heck? Was ist das denn schon wieder? Oh, sag mal, stellen sich da immer so hin ab. Mache ich aber auch mit Absicht, ne? Kann ich das Monster vorher sehen? Oder taucht es einfach nur irgendwo auf? Sehen. Irgendwo müssen wir den Strom ausmachen. Das haben wir auch gefunden, sehr gut. Emily, jetzt sei doch mal still. Ich versuche hier gerade zu spielen. Im neuen Haus. Mit ihrem Opa. Ach so, Emily spricht immer von ihrem Opa. Ich dachte, Sally spricht von ihrem Opa. So, okay. Und deswegen auch der Bär war. Wapp. Lass mich Ruhe.
V-Club. Oh, bedeutet das was? Ich hoffe doch. Jetzt hat mein Strom. Ist okay. Unten hätten wir noch eine Batterie. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier weiter. Okay, wie kriegen wir die jetzt dazu? Nicht mehr zu spielen. Was ist denn davon jetzt der Ausgangspunkt? Der hier unten? Ja, warte mal, da ist der Strom jetzt weg. So, ne? Ja. Würde ich sagen. Gut. Sehr gut. So, dann landen wir jetzt, glaube ich, gleich im Büro, ne? Da ist man hier nicht zwischen den Stockwerken hin und her wechseln können. Fehlt noch so ein bisschen. Was seid ihr für eine stickige Luft? Lüfte doch mal. Ist ja ekelhaft. Blutquarz. Okay, das haben wir auch. Theaterschlüssel, wusste ich's doch. Müsste zu den Theatertüren passen. Der ist der Mister. Der Schlüssel, endlich! Halt durch, Emily, ich komme! Müsste, könnte, sollte, was soll denn immer? Sicher, dass er das ist? Soll eine Falle sein. Es soll aufhören! Ach, das ist ein Filmrollen. So. Was muss sie sich da jetzt angucken?
So. Also sie hat es ja immerhin versucht, so wie es aussieht, wa? Aber wir waren nicht happy damit. So, hier liegt ein Inhalator. Also ich nehme mal an, dass es hier wieder irgendwo einen Bossfight gibt. Wir haben ja auch ganz viele Kannen. Jetzt, wenn das irgendwie so ein Hinweis ist, von wegen, die musste werfen. Hier haben wir auch noch mal Heilung. Und hier drüben haben wir auch noch mal Heilung. Auch gerade keine Treppe, die auf die Bühne führt, oder? Deswegen nehme ich mal an, ich muss mit der Dose im Projektor gehen. Oh, das ist ja eine Figur, what the heck? Nimm das. Kabel nicht rausziehen kann, warte. Da ist er. Der hat Lust. Die Show abbrechen. Das ist ja meine Aufgabe. Emily wird von den scheußlichen Projektoren gequält. Ich muss dem ein Ende machen, bevor es zu spät ist. Wo war das denn, Junge? Jetzt extra nur zu mir gucken. Schneller. Naja. Geh weg. Ich bin hier nicht mehr. Guck woanders hin. Was soll denn der Mist? Jetzt guck mal woanders hin. Hallo, gibt noch andere Stühle, wo du gucken kannst. Will er nicht weggucken, okay. Das kleine Entwicklung. Kennst du mal?
Unsere Geheimnisse gehören uns. Wo ist gerade das Achievement? Den nächsten umgebracht. Emily, jetzt komm doch mal her, warum haust du denn mal ab? Ist es vorbei? Es ist vorbei! Oh, hab's zuerst gesehen. Warum haut die denn immer ab? Gut. Ist sie jetzt hier raus wieder, oder? Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Kann ich jetzt einfach hinten raus? Bisschen eine Treppe? Emily! Alles okay? Lass mich allein! Lass mich einfach allein! Keine Sorge, Emily! Es wird alles in Ordnung kommen! Nein, das stimmt nicht! Bleib mir bloß fern! Komm keinen Schritt näher! Oh nein, was sind das denn für Dinger? Was ist das denn? Die sind ja richtig krank. Das war schräg. Das war nicht schräg. Wenn sie mich erwischt hätten. Nein, Sal, denk nicht mal daran. Du musst hier raus. Neues Ziel aus dem Kunstbereich Blin. Machen wir. Aber das war's erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.